Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Lego Fortnite. Wir sind mitten im Eis. Zur letzten Folge habe ich ein bisschen den Boden ausgebaut und schon ein paar Wände hingesetzt, weil da waren schon wieder Bauprobleme. Das zeige ich jetzt aber gleich, was ich damit meine und warum das hier so ist. Ich habe so ein bisschen hier rumexperimentiert und hätte ich das in der Aufnahme gemacht, ich wäre, glaube ich, verzweifelt. Also, ich baue mit diesen Wänden hier unten. Die kosten nämlich auch nur Granit. Und neben der Tür hätte ich gerne eine Schießscharte und mit den Noobsies nach innen. So, wenn ihr das so baut, dann kommt ihr mit den breiten Wänden genau auf das Ende der Platten. Damit das hier wieder passt, müsst ihr sozusagen den Boden erweitern auf jeweils einer Seite. Und zwar gibt es hier bei den Bodenteilen hier, diese ganz langen, dünner Burgboden heißt das. Und den setzt ihr hier so außen dran. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch einen Pfeiler hinzusetzen. Das findet ihr wiederum bei den Wänden. Das ist die Hüttenecke, den hier. Den könnt ihr jetzt auf die Ecke setzen. Und dann habt ihr kein Problem, hier um die Ecken rumzubauen. Und ich mache jetzt einfach nur mal den vorderen Bereich. Und dann fangen wir an, ein Dach zu setzen. Beziehungsweise erstmal ein paar Betten, weil ich habe noch nicht mal Betten hier hingesetzt. Und diese Wände finde ich schön. Kann ich bitte das mal dahin bauen? Wieso? So, jetzt. Ja, so ist gut. So, da bauen wir später weiter aus. Jetzt setzen wir erstmal ein paar Betten, damit, wenn wir hier Kapeister gehen, auch noch wieder hier spawnen. Ist alles mit Holz? Holz? Sind die roten schöner als die grünen? Für eine Burg schon, oder? Ja, für eine Burg sind die schon schöner. Wo machen wir das Schlafzimmer hin? Ich würde sagen, hier in die Ecke. So, mit ein bisschen Abstand zum Fenster, damit es nicht so gequetscht ist, ne? So. Und dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. 2, 3, 4, 5 Abstand. Oder vor jedes Fenster ein Bett. Vor jedes Fenster ein Bett. Wenn, dann jetzt bauen wir groß. Das wird ja die letzte große Basis werden. Von daher machen wir das so, dass wir hier groß bauen. Passt. Passt nicht. Wer hat's gedacht? Passt. Sehr geil. So. Meins ist das Eckzimmer. Ah, ein bisschen heilen. Schön. So, wo machen wir die Werkstatt hin? Ich würde sagen, hier drüben hin. Oder wir machen sie hier so hin. Dass wir hier anfangen. Dann machen wir erstmal, nee, das können wir nicht abbauen, dann müssen wir uns erst Werkzeuge bauen. Den Baum müssen wir wegbauen. Und wenn wir einen ersten Stock haben, können wir das dann rumbauen, ne? Da können wir die Schlafzimmer oben hinbauen. Oder wir machen direkt einen ersten Stock rein. Ich meine, wenn, dann machen wir das Ding groß. Pflanzenfasern. Sollte man das vielleicht direkt einplanen, dass wir in den ersten Stock gehen, ne? Bevor wir später rummontieren und dann passt die Treppe nicht mehr rein, wie sie soll. Okay, was haben wir an Treppen? Treppen, 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 Haus, Treppen. Hier, die hier, oder? Die sind gut, ja. Und in die Treppen... machen wir hier so. Hier geht's hoch. Ist das richtig? Kriegen wir da zwei hin? Obwohl, wir machen hier eine Platte in die Ecke, ne? Dann nehmen wir das hier doch wieder raus, diese Wand. Warten Sie, warten Sie. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen hin und her hantiere. Aber das muss sein. So, machen wir hier den Aufgang nämlich hin, in die Ecke. Dann machen wir direkt hier eine Zunewand hin.
Das sind die Ohne. Ich glaube, wir haben keine Zunewand, die diese Verzierung hat. Deswegen nehmen wir die hier. So, und dann machen wir hier die Treppe nach oben. Dann setzen wir jetzt erstmal eine Platte in die Ecke. Eine Bodenplatte, die viereckig ist. Breiter, Burg. Das hier müsste es sein. Burgboden 3, wo ist denn der Unterschied? Nehmen wir das. Okay, warte mal. Jetzt weiß ich nicht, wie ich rauskriege, wie die Höhe ist. So. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn nicht, müssen wir das nochmal versetzen. Ja, ja, ist gut. Ja, jetzt müssen wir noch eins höher setzen. So, jetzt erstmal was futtern, bevor wir hier verhungern. Dann hauen wir hier die Platte raus. Hat er nicht gegessen eben? Hat anscheinend nicht gegessen. So. Dann machen wir hier einen Boden wieder rein. So. Dann wieder ein Stück Treppe. Wieso kann ich das da nicht dran setzen? Weil ein Objekt im Weg ist. Ah nee, die Wände passen da nicht. Oh, wie schlecht. Und nu, wie machen wir das denn? Da sind diese Noobsies da oben von den Wänden sind im Weg. Das funktioniert nicht. Und welches da im Weg? Wahrscheinlich... Beide. Dann müssen wir doch glatte Wände einziehen im Treppenhaus. Oh, die Skelette kommen. Seht ihr sie draußen? Das ist umso wichtiger, dass wir jetzt hier Wände reinkriegen, damit uns die Skelette nicht angreifen können. Wo waren denn die Steinwände? Hier sind welche. Burgwand. Setze ich die rein. Auch wenn es jetzt teurer ist. Dann ist das halt hier an dem Punkt, wo der Aufgang ist, wird es halt so aussehen, mein Gott. Ja, nice. Cool, cool, cool. Perfekt. So, Böden. Große Böden. So, nur gucken, dass das hier einigermaßen passt. Ja gut, ich kann es ja nur hier ansetzen, ne? So. Geht ja gar nicht anders. Ja, so kommen wir da oben raus. Okay, den muss ich anheuern. Sag mal. Kriegt er das hin? Oh, warte mal, ich friere gerade. Zieh, Junge, zieh! Schlagen kaputt! Den Ritter. Oder den Skelett. Wo trifft er denn nie so? Wow. Kannst du mal reinkommen? Ich muss dich anstellen. Du musst hier. Du bist unsere Stadtwache. Hi. Camper, weiter. In deinem Dorf, ja. Du darfst in meinem Dorf. Darfst du campen? Ein Ritter zu einer Burg ist doch perfekt. Ahaha. Und zwar lebe in meinem Dorf. Ja, ich habe ein Bett für dich. Juhu, wir haben unseren ersten Bewohner. Wie heißt du überhaupt? Blauer Knappe. Ich habe Hunger, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin auch müde. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das mit dem Boden passt, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier den Boden so nicht weiter drauf kriegen, wie ich ihn da angefangen habe. Deswegen müssen wir hier wahrscheinlich ein bisschen kreativ werden, weil ich behaupte mal, dass wir hier den Boden... Machen wir einen Holzboden in den ersten Stock? Ist ein bisschen gemütlicher, oder? Wobei wir haben nicht so viel Holz, wir haben eher Granit. So geht das nämlich nur.
Habe ich jetzt den richtigen Boden gesetzt? Ne, ich habe den falschen Boden gesetzt. Du sollst nicht essen. So, jetzt aber. Den hat man gesetzt. So, das werden wir als Aufgang brauchen, das hier. So, dass wir schon mal die Betten überdachen. Super, Sturz. Hast du dich richtig gut. Ganz schön stabil, die Betten. Das ist gut. Der Boden. Die Betten. Mhm. Ist auch so ein Bett. So, dann müssen wir die Treppe nochmal neu anlegen. Weil so, wie wir das hier gebaut haben, wird das nicht. Tja. Okay, das wird so nichts. Das heißt, wir müssen das hier schmaler machen. Und die Treppe 1 zurücksetzen. So, mal gucken, ob wir das umgekehrt bauen können. Kannst du mal? Okay, wir drehen's. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Und jetzt rüber. Bis an die Wand ran. So. Und das müssen wir jetzt irgendwie ausgleichen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin. Wir bauen einfach eine Platte nach oben versetzt hin, dann klebt die da drunter und das müsste eigentlich passen. Boah, bauen ist in dem Spiel so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir kriegen das gelöst. Guck mal hier, können wir auch die nehmen. Ne, das ist die große, die ist zu groß. Die hier müssen wir doch nehmen. So. Wenn wir das jetzt so bauen, ne. Ja, und eins höher. Oh, geht nicht. Und? Ja, nicht schön, aber selten. Zumindest funktioniert die Treppe, wie wir sie vorhatten, ne? So, und damit wir hier nicht zerballert werden, machen wir direkt hier wieder Wände hin. Eine innere Burgwand. Die. Okay, hier nehmen wir auch diese Fenster, oder? Machen wir oben schmalere. Ne, wir nehmen auch die großen. Die großen finde ich schon ganz schön. Doch, ist richtig. Säule hätte ich gern noch. Eine Burgecke. Und wenn mir da was Besseres einfällt, können wir immer noch umbauen. So, jetzt müssen wir hier ein Dach draufsetzen. Was gibt es denn an Dächern? Dach. Ah, die haben das so platt gemacht. Die haben praktisch wie so Burgzinnen gemacht. Aber ich hätte schon ganz gerne ein Dach drauf. Die werden wahrscheinlich nicht alles Holz, ne? Was können wir hier? Holz, 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 alles aus Holz. Oder wir machen wirklich wie eine Burg. Dass wir jetzt praktisch nochmal ein Dach draufsetzen. Das machen wir auch.
Das machen wir auch. Ich esse gleich was. Keine Panik. Mhm. So, und dann hier rum praktisch diesen Abschluss. Was war das bei Dach? War das die hier, ne? So ein Eckstück. So. Und was dann? Weiß ich gar nicht. Das sind die langen. Kürzer? Ja, dann die langen. So, das machen wir dann, wenn wir genügend Granit haben, würde ich sagen. Das war jetzt einfach nur mal für den Bereich, wo wir die Betten reinsetzen. Oh, Moment. Das ist falsch rum, sehe ich gerade. So rum muss es. Der Stein haut mir ab. Unten gibt es auch Schneekühe. Ist total cool. Ich freue mich schon drauf, das Gebiet hier zu entdecken. Jetzt müssen wir erstmal eine gescheite Basis bauen. Zumindest, wo wir einigermaßen safe sind. So. So. Jetzt können wir hier nämlich die Betten hinbauen. Und dann können wir hier unten weiterbauen. So, blauer Knabe, du hast gleich wieder ein Bett, keine Angst. Lass mal durch. Bin am Verhungern, schnick schnack, pablapap. Setzen wir es doch an die Wand dran. Mach mal so, ne? So, jetzt will ich aber in der Ecke schlafen, bitte. Kann ich... Ich kann das Bett nicht zuweisen? Achso, weil er jetzt da pennt, dann pennt er halt da. Ist mir egal. Ah ne, ich habe eine Idee. Wir machen das ganz einfach. Wie der Magen klurrt. Klingt wie meiner gerade. Ich habe auch Hunger. Okay, cool. So. Genau. So, jetzt essen. Oh, da ist ein Airdrop. So. Haben wir noch eine Platte rein, damit wir hier einen anständigen Boden drin haben. Und den Rest bauen wir dann aus, wenn wir mehr Material da haben. Hau ab. So. Ist so ein bisschen abgedeckt, damit man hier in Ruhe schlafen kann. Da können wir später vielleicht sogar noch Wände reinsetzen. Oh, apropos Wände, ich würde hier gerne noch Bodenplatten reinsetzen. Haben wir die nochmal in klein? Die haben wir nicht in klein, ne? Die gibt's nicht in klein, das ist ja blöd. Müssen wir das aus grauen Boden bauen? Oder wir machen das mit dem Geländer, das ist vielleicht auch eine Überlegung. Hier gibt es nämlich Steingeländer mit Eckteilen, geil. Das ist natürlich geil. Oh, guck mal, dass sie sogar passen optisch. Das ist ja super. Aber jetzt macht Lego Spaß, wenn man hier so schön... Achso, es geht nicht. Dann müssen wir zwei mittlere nehmen. Nee. Gut, dann können wir einen mittleren und einen ganz kleinen, weil wir keinen Granit mehr haben. Okay. Ja, cool. Ja, dann müssen wir die Wand hier auch nochmal austauschen. Das mache ich lieber jetzt als später, damit die Wand nämlich glatt ist hier unten. Brichst du ein? Ne, du brichst nicht ein, das ist gut. Da bin ich schon mal sehr dankbar. Wand. Haben wir die innere genommen? Nee. Doch, wir müssen die innere nehmen, weil die ohne Noopsies ist.
Ach, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Boah, die Skelette lassen hier grüne Schilder fallen in dem Gebiet. Da weißt du aber, was hier auch abgeht. Kannst du mal abhauen vor der Tür, Raptor? Hau mal ab. Ich muss hier eine Wand einsetzen. Ich mache das von oben, bevor ich sie wieder falsch setze. Ja, das ist besser. Und das hier müssten wir aber auch noch zubauen. Haben wir da Halbpurwände eventuell? Haben wir sowas? Nee, aber wir können mit den Dingern arbeiten. Achso, wir haben jetzt keinen zu wenig Stein, das machen wir später. So, Tür zu. So, Betten sind wieder gesetzt. Wir haben unsere Truhe. Die Bäume wachsen hier immer wieder durch. Das ist aber blöd. Na gut, dann haben wir einen Weihnachtsbaum. Ist ja auch was Schönes. So, jetzt fangen wir an mit den Werkbänken. Da brauchen wir noch einen Granit. Okay, wir müssen doch noch Granit besorgen. Ja, Slush. Nein. Kann ich bitte die Tür? Ich dreh durch. Ja. Wer bist denn du? Willst du bei uns einziehen? Ich glaube, das geht zwar nicht, weil uns noch Material fehlt, aber das können wir ja später regeln. So, wir brauchen noch ein bisschen Stein. Dass ich mal einen normalen Stein brauche. Weißt du, in der Wüstenbasis habe ich die Kisten voll gehabt. Felsen, da ist noch ein Felsen. Ruhe hat auch was zu sagen. Nicht, dass ich jetzt hier ein Monster finde oder das Monster mich findet, besser gesagt. Geht langsam hier die Sonne unter. Jetzt wird es gleich wieder frostlich. Ein bisschen Stein, bevor ich hier fünfmal hin und her renne, muss ich noch holen. Ach, guck mal, wie das von Weitem aussieht. Das ist unten fast zu groß, oder? Nee, sieht gut aus. Wir werden unten das auch noch zumachen. Also wo wir den Boden durchsehen, das werden wir auf jeden Fall noch zubasteln, wenn wir genügend Material haben. Aber da werde ich mal zwischen den Folgen so ein bisschen farmen gehen. Könnte Raptor auch mal wieder Werkzeug geben. Boah, ist das normales Holz? Nee, so wie ich hier reinprügeln muss, ganz sicher nicht. Nee, das ist diese Frostkiefer. Das langt jetzt erstmal. Also ich denke mal, wir werden dann unten noch zubauen, dass das so ein bisschen optisch abgestützt aussieht. Wir werden auf jeden Fall die Treppe hier nochmal absichern. Ich wollte nicht mit dir reden. So. So, eine Werkbank. Jetzt überlege ich nur gerade, wie wir die am dümmsten setzen. Vielleicht hier so. Mit ein bisschen Abstand, damit wir hier durchgehen können.
Ja, jetzt kommt man hier noch durch, dann kann man hier einen rückwärtig dran setzen. So. Upgrade, Planken. Das heißt, wir brauchen eine Säge. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder unsere Produktionsstraße aufbauen. Vielleicht machen wir die an die Decke? Nee. So. Haben wir schon Platz für eine Kiste? Ne, haben wir alles nicht, ne? Wir haben keinen Kupfer. Die habe ich jetzt einmal gebaut, weil wir es dabei hatten. Wir bräuchten Planken. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Planken umwandeln. Mal gucken, dass die ersten Planken durchkommen. So, was können wir noch bauen? Dorfzentrum. Da muss einfach nur Holz rein. Das heißt, wir müssten jetzt noch ein bisschen Holz schlagen. Kriegen wir hin. Ich frage mich, ob es hier Bäume gibt, also die normal wachsen, die normales Holz ergeben. Oder ob es wirklich nur diese Holzreste, die auf dem Boden liegen, sind. Gut, so ein Busch müsste gehen. Oh, geht auf jeden Fall. Okay, jetzt sollten wir langsam reingehen. Ich habe Hunger. Ihm war ein Leben. Slash, kannst du mal bitte bei... Ich würde dir gerne die Tür... Jetzt. Geh rein. Raptor, komm rein. Hi. Nee, ich habe 6 Holz zu wenig. Boah, ist das nervig. Habe ich hier noch Holz drin eventuell? Nee, auch nicht. Boah, ist das teuer. So, was? Hier ist eine Lücke drin, höre ich gerade. Wo ist denn hier eine Lücke drin? Ah, unten. Die ist um 1 kürzer. Na ja, gut, das kompensiere ich später. Oh. Die sind kürzer wegen dem Boden. Ja, okay. Das können wir später korrigieren. Von innen ist ja nicht zu sehen. Und von außen machen wir das später noch hübsch. Könnt ihr mal bitte reinkommen? Boah, Leute. Könnt ihr mal wieder... Danke. Mach mal die... Der... Raptor, ich vergesse mich gleich. Mach die Tür... Nein. So, jetzt hast du Pech gehabt. So, darf ich das jetzt aufwerten, bitte? Na, 5 Holz fehlen noch. Ich kann jetzt nicht raus bei dem Wetter. Hat's Raptor zerbröselt? Ich glaube, Raptor hat zerbröselt, ja. Der da vor der Tür steht, ist einer von den Bösen. Hi. Herzlich willkommen in meinem Dorf. Hallo, Slash. Boah, du kannst bestimmt gut kochen, oder? Ja, ich würde auch gerne updaten. Ist denn das nächste Update ein Dorfplatz? Warte mal. Nein. Okay, erst danach. Okay. Du könntest mein neuer Begleiter sein, oder? Ich weiß nicht, ob ich Raptor hier lassen soll. Mal gucken. Okay, die Planken sind fertig. Das ist schon mal gut. Da ist auch Raptor wieder. Herzlich willkommen zurück. Kisten. Sieht man, wie viel Platz die uns bieten, die Kisten? Weil die würden sich auf jeden Fall super stapeln lassen, wenn das geht. Einfache Truhe, einfacher Koffer. Okay, ich baue mal so eine. Wie viel Platz hast du? Nee, nee. Das wird nichts mit uns. Du hast ja noch weniger Platz als die anderen.
Und das Ding? Auch nicht, nee. Das lohnt sich nicht. Ja, wenn wir Eisenbahn haben, können wir die richtig coolen Kisten machen. Das können wir machen, wenn wir Kupfer haben. Und Obsidian haben wir, glaube ich, dabei. Sollen wir noch eine opfern? Wir können sie ja zerschlagen, ne? Ich würde sagen, wir stellen ja noch eine hin. Dann stelle ich hier die dazwischen. Dann machen wir das so. Und stellen die Rücken an Rücken. So. Dann nehmen wir uns hier den Kram so gut es geht raus. Voll. Dann machen wir das rein. Das nehmen wir zum Bauen. Das Essen lassen wir drin. Und das gute Holz geht hier weg. Achso, warte mal. Weißt du was? Ich baue hier einfach noch einen hin. Machen wir uns den Umstand nicht. So. Ist das richtig? Jo, das passt. So, dann kommt hier Holz rein. Planken. Dann können wir nämlich die großen Kisten einfach nutzen. So, ist die richtig rum? Die ist falsch rum. Wie kriege ich die kaputt? Oh oh. Ja. Vielen Dank. Ja, ist richtig. Ja, so ist besser. So, Holz, 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 Holz. Auch Holz. Können wir eigentlich auch Stein mit reinmachen? Mal gucken. Holz. Machen wir auch die Steinsachen mit rein. Also das ist alles, was so aus Stein hergestellt wird. So. So passt das doch ganz gut. Das brauche ich gleich zum Bauen. Da bauen wir noch ein bisschen weiter. Goodie. Gut, das lasse ich jetzt hier erstmal stehen für Essen und das, wo ich noch nicht weiß, wo ich es einsortieren soll. Das kriegen wir dann später hin. So, jetzt haben wir ein einigermaßen leeres Inventar. Wie weit sind wir denn? Wir sind schon bei 32 Minuten. Ich habe völlig die Zeit vergessen. So, machen wir das Dorfzentrum noch auf ein letztes Level. Kriegen wir hier noch irgendwo Holz her? Das besorge ich beim nächsten Mal. Dann werden wir das Dorf aufwerten. Ach, da unten ist jede Menge. Warte mal. Boah, das ist ein bisschen hoch gewesen. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr zu sterben, weil ich halt das Bett sitzen habe. Machen wir Überlänge-Folge, oder? War eine Baufolge. Ist das auch normales Holz? Ja, das ist auch Frostkiefer. Es dauert nämlich ewig lang, das abzubauen. Vielleicht sollte man dann auch einfach mal in das grüne Gebiet runtergehen. Das ist ja nicht wirklich weit bis da runter. Und dort einfach normales Holz farmen gehen. Ich glaube, das könnte absolut sinnvoll sein, bevor wir hier diese einzelnen Brocken einsammeln müssen. Dauert ja auch alles ein bisschen. So, wie viel haben wir denn jetzt? 17. Hatten wir drin in der Bude noch Holz? Ich glaube ja. Ich würde gerne das Dorfzentrum noch um 1 erweitern. Ups. Falsches Werkzeug. Hä? Hä? Was? Wieso 0? Na, das ist ja spannend. Hier was? Ist ja auch eine Kiste. Da oben gibt es eine Kiste. Da gibt es noch eine Kiste. Wow, nur tolle Sachen drin. Fantastisch. Noch bessere Sachen drin. Hey, ich freue mich nicht.
So, das müsste jetzt aber reichen. So, komm, jetzt machen wir das Dorfzentrum auf die nächste Stufe und dann verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und dann ist es auch lang genug gewesen. Geht nicht, okay. So, bleib's draußen. Dorfzentrum Update. Haben wir 25? Haben wir. Sehr gut, was ist das nächste? Knochenwurzel, Planken und Marmor. Kriegen wir hin, machen wir. Guti, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann werden wir in unserer Burg weiterbauen. Ich freue mich sehr, mit euch das Eisgebiet zu erkunden und noch viele weitere Folgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.